Was soll das denn sein? Wieso, Murmel, was meinst du? Ich denke, wir feiern den Geburtstag von einem Königskind. Das ist aber ein komischer Palast. Murmelchen, Jesus ist gar nicht in einem Palast geboren, obwohl er ein Königskind ist, obwohl er Gottes Sohn ist. Aber wieso? Das verstehe ich nicht. Na, du weißt doch, Maria und Josef, die waren unterwegs zu einer Volkszählung. Da mussten früher alle Leute hin, damit man wusste, wie viele Menschen denn in dem Land wohnen. Und Maria war hochschwanger und die ist trotzdem mit ihrem Mann losgezogen und wollte zu dieser Zählung. Und dann waren alle Hotels und alles an Pensionen und was es gibt an Gästezimmern, war alles schon voll, weil so viele Leute da hingekommen sind. Und dann stell dir vor, dann haben die irgendwie geguckt, ob sie auf dem Feld irgendwas finden, wo sie ein bisschen Unterschlupf haben, weil dann ging es nämlich los mit der Geburt, die arme Maria. Und dann haben sie nur eine Höhle gefunden, die auch als Stall genutzt wurde. Und da kam tatsächlich Gottes Sohn zur Welt. Ist das nicht unglaublich? Oh, das wusste ich gar nicht. Und es gibt ein ganz schönes Lied genau über diese Geschichte. Und der Refrain heißt immer, das finde ich so besonders schön, lieber, wer ist lieber? Na, der Jesus, ja klar. Lieber, ich sing dir mein Weihnachtslied und wer dich lieb hat, der singe mit. Singst du auch mit, Murmel? Ja, klar. Und du auch, Lukas? Ja, sicher. Supi, dann wollen wir das doch mal versuchen. Schönes Lied. Tschüss, Kinder.